Herzlich willkommen bei Eschas Tarot, meinem YouTube-Channel über Kartenlegen und Tarot insbesondere. Wir sind wieder bei den Sternzeichenlegungen. Wir sind beim Sternzeichen Schütze und in der Kalenderwoche 27. Die beginnt am 4. Juli und endet am 10. 10. Juli. 10. Juli. Kerze ist auch schon ein bisschen mau, das heißt, wir müssen schnell machen. Okay. Aber wir sind ja auch schon beim Schützen. Dann schauen wir mal, was für Impulse und Energien für dich in dieser Woche bereitstehen. Oh, schön. Okay. Ich lege dann nochmal irgendwas dazu. Weil, oh nee, das bestätigt wieder alles nur. Ich bin ja. Ah, das macht. Okay. Ich bin ja kein Fan von vielen Karten. Ich lege immer meistens wenig Karten und wenn ich mir unsicher bin, lege ich nochmal welche dazu und dann habe ich häufig das Problem, dass die Karten nur bestätigen, was ich vorher schon gesehen habe. Ja, und tatsächlich müsste ich das Kartenbild ein minimal bisschen umlegen und dann passt es gut. Wir haben hier zwei große Karten. Also, hier haben wir einmal The Empress. Oh, ich weiß gerade nicht die deutsche Übersetzung, aber die Sonne. Wir haben hier die sieben Stäbe, den Pagen der Stäbe und den Ritter der Schwerter. Okay, also. Wir haben hier eine nicht so, ich sag mal, nicht so schöne Atmosphäre. Irgendjemand fängt Streit an. Aber das ist kein Dollarstreit. Es ist auch tatsächlich, also ich kann jetzt dadurch, dass das eine allgemeine Legung ist, muss ich so ein bisschen ins Blaue tippen. Es kann sich bei dir um alles Mögliche handeln. Das kann Beziehung sein, das kann die Arbeit sein, das kann eine zwischenmenschliche Sache sein, das kann auch ein völlig anderer Bereich sein in deinem Leben, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe, dass es ihn gibt. Aber du musst halt selber schauen, was du da für dich rausziehst. Also hier kommt irgendwas auf dich zu. Irgendjemand, irgendwie ist das angespannt. Da ist eine angespannte Atmosphäre und irgendjemand ist so, der will auf dich zukommen und. Also ich weiß nicht, der will dir wahrscheinlich auch nichts Dolles Böses. Das ist kein schwarzer Mann, der draußen in der Nacht auf dich wartet und dich absticht, sondern das ist tatsächlich vielleicht auch eher eine subtile Bemerkung, die passiert. Irgendjemand, der sagt so, machst du das schon wieder? Wisst ihr, diese Sachen, die einfach so, die so als Spitzen gemeint sind, Sachen, die einfach ein bisschen verletzen und auch verletzen sollen vom Gegenüber. Das Ding ist aber, das interessiert dich in dieser Woche null. Da bist du, also diese beiden Karten, die sind so schön und die sind so großartig. Ich finde die tatsächlich ganz, ganz klasse. Also im Grunde genommen ist das eine Woche, in der dir alle den Buckel runterrutschen können. Du bist in deiner Mitte, es ist alles in Ordnung. Es ist auch so vom, ich sag mal, von der Planetenkonstellation erstmal alles in Ordnung. Was heißt erstmal? Es ist alles rund. Es ist alles schön. Und du bist auch, du stehst einfach über den Dingen. Egal, was jetzt auf dich zukommt, ob im Beruf irgendwas auf dich zukommt, irgendwas besonders knifflig wird, wo die anderen Kollegen anfangen zu schwitzen. Das ist für dich im Moment kein Thema. Ich weiß nicht, ob du kurz vorm Urlaub stehst und einfach schon mit dem Kopf mehr im Urlaub bist als auf der Arbeit, aber das könnte auch sein. Du bist deswegen aber nicht weniger professionell. Es ist nur einfach so, es interessiert dich weniger und es belastet dich weniger. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Konstellation, die ich hier gerade habe. Manchmal hat man ja so Phasen, da ist man dünnhäutiger, aber man hat auch Phasen, da ist man dickhäutiger. Und ich habe das Gefühl, du hast gerade so eine Phase, wo es dir einfach relativ gut geht und da kann jetzt auch kommen, was wolle. Es sind auch keine riesengroßen, dicken Angriffe. Also, dass ich jetzt den schwarzen Mann erwähnt habe, das ist dann, ich weiß nicht, ich stelle mir vor, da steht ein Typ mit einem schwarzen Kapuzenpulli und ist böse und möchte einem irgendwas tun, ne? Aber das ist nicht so ein großer Angriff, sondern das sind meistens sind es die kleinen Angriffe. Irgendjemand, der unzufrieden ist und das an dir auslässt. Oder wie gesagt, irgendeine neidvolle Kollegin oder Kollege oder weiß ich nicht, die Schwiegermutter, die schlechte Laune hat. Ich habe keine Ahnung, wer das bei euch ist, aber es kann mal so ein kleiner Angriff kommen und das interessiert dich aber im Moment nicht. Oder es ist vielleicht auch, es wird eine Sache angesprochen, die du schon lange geregelt hast. Irgendwie, ich weiß nicht, die Oma kommt und sagt, Mensch, hast du denn schon die Schultüte für die Kinder? Ich habe dir doch 28 Mal gesagt. Und du sitzt da und sagst, habe ich bereits erledigt. Sowas. Also so eine Stimmung ist da drin und das finde ich gerade sehr, sehr schön. Von daher könnt ihr euch tatsächlich sehr freuen, wenn das eintritt. Ja, tatsächlich sehe ich da auch gar keine Aufgabe drin. Ihr seid gerade
relativ dickhäutig. Genießt das einfach mal, dass auch mal eine gute Zeit auf einen zukommt. Und dass man auch einfach mal sich selbst auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, ja, ich bin gerade richtig gelassen und ich genieße diese Zeit. Ja, sehr, sehr schön. Denkt dran, ihr müsst diese Impulse nicht annehmen. Es ist immer eure eigene Entscheidung, ob ihr das macht oder nicht. Ihr gestaltet euer Leben selber. Ich zeige nur die Impulse und ihr müsst halt wirklich schauen, was trifft davon auf mich zu und was kann ich daraus mitnehmen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen.